Ich meine, selbst mit mehr oder weniger Truppen können wir da noch was reißen. Wir müssen ja eigentlich nur den Tempel tot kriegen. Alles andere ist egal. Mir wäre es nur recht, wenn die Kinder langsam erwachsen werden würden. Ah ja, manche sind kurz davor. Ja, der erste ist da. Ja, wie? Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Du bist Ja. erwachsen. Du bist Ja. erwachsen. Ja. Du bist erwachsen. Ja. Du bist erwachsen. Ja. Du bist erwachsen. Du bist erwachsen. Verstaut? Du auch. Zwei Kinder sind noch nicht erwachsen. Ja will, ja will, ja ja will. will. So, du bist jetzt auch erwachsen. Das heißt, nur noch einer fehlt. So, das heißt, die ersten fünf werden Bogenschützen. Du wirst auch ein Bogenschütze. Okay, habe ich um einen verzählt. So, Schwertkämpfer. So, das heißt, du noch da rein. Ja, staut. Dann warten wir, dass Gold reinkommt. Noch ein bisschen. Ja, will. Ja, will. Ja, und immer einen Blick auf meine Armee werfen. Ja. Nicht, dass die wieder auf dumme Ideen kommen. Ja, will. Und so, du kannst trainiert werden, das ist gut. Du kannst auch trainiert werden. Das heißt, ich kann euch beide schon mal zu Schwertkämpfern machen und mit Bier ausrüsten. So. Wow, sind da jetzt viele Frauen aufgetaucht vor dem Hauptlager? Also ja, ich werde dann einen vollen Schwerangriff wagen. Erst den Turm. Erst den Turm einreißen. Erst den Turm einreißen, dann die Lagerstätte oder wahrscheinlich erst die Lagerstätte, dann den Turm.
Vorausgesetzt, ich treffe nichts auf zu viel Gegenwehr. Nein, nein. Hi. Was ist dein verdammtes Problem, ey? Ja, will. Ich find's furchtbar, dass wenn Angriff, dass ich werde angegriffen, ich muss mich verteidigen, Befehl, meine Befehle einfach so überschreibt. Meine Befehle sollten eigentlich immer Priorität haben. Ja, will. Ja, will. Sage ich ganz ehrlich. Jo. Ja, will. Ja, will. Wie ein gestochener Bienenhaufen in den Turm reinrennen, in den Tod reinrennen. Oder wie eine gestochene Biene, der eine, weil es nur einer war. Das ist sowas von saudämlich, ey. Vor allem, wir müssen den Kriegsturm da nicht mal angreifen. Wir müssen nur den da angreifen. Ja, will. So, jetzt warten wir halt, bis du dich etwas hochgeheilt hast. Ich finde es also auch blöd, dass ich meinen Leuten keine etwas passivere Haltung geben kann. Oh, du hast keine Pilze mehr. Ah, dann geh wieder sammeln. Ja, will? Verstaut? Wir haben dich sehr zentral gebaut und du hast da oben noch jede Menge Pilze, die du einsacken könntest. So, das letzte Gold für den letzten Schwertkämpfer. Ja, gut. Du hast sehr viel Geschirr gemacht, ich sehe es. Ja, und dass wir jetzt keine Möbel mehr haben, das interessiert mich gerade nicht mehr wirklich. Wir haben ja auch kein Eisen mehr. Geh bitte darüber. So, dann speichern wir noch einmal und dann geht's auf zum großen Angriff. Ich würde aber sagen, den machen wir lieber auf Normalgeschwindigkeit. Okay, das dauert zu lange. Machen wir ihn auf schnell. Töten den Turm da oben. Schon mal. Ja, will. Ja, will. Ja, will. Ja, staut.
Jawohl. Dann umgehen wir den Turm doch einfach ein bisschen. Jawohl. So, verlieren zwar jemanden. Das war aber, glaube ich, der schon ziemlich stark angeschlagen war, sowieso. So, und dann hauen wir den Tempel platt. Und geschafft. Als unsere Krieger es endlich geschafft hatten, den Tempel der Apotheken zu erstürmen, mussten sie feststellen, dass der heilige Stein nicht mehr da war. Meinem Vater, der unseren Kriegern vorausgeeilt war, gelang es gerade noch, einen weißgekleideten Priester aufzuhalten, bevor er durch eine in der Wand verborgene Tür verschwinden konnte. Zuerst wollte er nicht reden und stellte sich stumm. Das Schwert, das ihm mein Vater an die Kehle setzte, konnte seine Zunge aber rasch lösen. Mit zitternder Stimme erzählte er, dass die Krieger der Tempelwache den heiligen Stein durch den Geheimgang auf ein bereitliegendes Schiff gebracht hatten und damit Richtung Norden geflohen waren. Ja, Richtung Norden sind sie abgehauen. Ja, wir haben die Mission erfüllt. Haben dabei aber recht viele Soldaten verloren. Ich nehme die, nutze die 2-3 Minuten noch, um hier ein bisschen mehr kaputt zu machen. Ah, wieder jemand gestorben. Oh, da sind sogar wieder Soldaten respawned. Oh, sie verschanden sich jetzt in dem Turm. Sollen sie es versuchen? Und ein Kriegslager haben sie auch noch, in dem sie sich verschanzen. Und wir haben wieder jemanden verloren. Yeah, yeah. So, ich denke, jetzt haben wir das Gröbste abgearbeitet, was die Meyers angeht. Noch ein Schwertkämpfer von uns ist gestorben. Schade darum, da ist die Goldmine der Meyers, die uns immer hier so frech Gold geklaut haben. Hey, hier hinten leben Wildschweine. Sag bloß, hier ist sogar... Hier ist auch noch ein Kriegsturm. Ja, die Meyers waren gut. Verteidigt. Aber ich würde sagen, mit dem Fall dieses Kriegsturms haben wir die Meyers recht gut ausgelöscht.
Das heißt, ich kann jetzt die Aufnahmesession auch an dieser Stelle beenden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal im Hauptmenü wieder, wenn wir die nächste Mission angehen. Also, bis dann.